Servus zusammen, Mittwochabend, DAX-Time. Aber ich fange heute mal mit dem Brent an. Das habe ich auf dem Teaser draufgeschrieben, Update zum Brent. Da wollte ich einen ganz kurzen Spruch zu loslassen, weil ich weiß, der eine oder andere von euch ist drin. Das ist das Brent Oil, ein Tageschart. Hier kam die Geschichte mit der OPEC. Dann gingen wir weiter runter. Wir haben jetzt hier so eine Art Doppelboden, so kurz vor der 70, 71. Ja, diese beiden Freunde hier. Und was es heute gemacht hat, ist, es hat ein, das sind 12-Tages-Hoch gemacht. Wir sind hier drüber. Dieses Tageshoch, das war bei, diese Linie war bei 77,60, da sind wir drüber. Wir sind von der Technik her in Ordnung, weiter im Steigen begriffen. Das gilt zwar als hoch, aber das ist noch nicht, also bei weitem nicht überkauft, ja, hat alles noch Platz. Ich muss davon ausgehen, dass wir also wenigstens über die 80 gehen, mit ein bisschen Glück sogar hier an die 83,5, 84, können wir rangehen. Gefällt mir eigentlich so ganz gut. Wäre das ein Aktienchart, würde ich das sofort kaufen. Warum sage ich das? Ich zitiere Julia Roberts, Öl, beziehungsweise das ist ein kleines, klitschiges Scheißerchen. Es ist ein Satz von einem der OPEC-Mitglieder. Da reichen 10 Worte, kann alles hier zur Makulatur machen. Deswegen muss man da sehr, sehr aufpassen. Ich würde auch den Stop schon hier unter der 74 bei 73,5 suchen wollen. Jetzt habe ich dazu auch einen Schein mal rausgesucht, und zwar ist es der hier. Da. Kann ich das nicht größer machen irgendwo? Doch, da. Klack. Ja. Das ist ein 69,91er. Da sind wir also hier drunter. Dennoch, das möchte ich eigentlich nicht ausnutzen hier. Also bei mir ist der Stop, wie gesagt, hier eher drunter. Aber ich finde, das sieht nach einer, kurzfristig nach einer Bodenbildung aus. Das ist die KF7D9F. So, und jetzt gehen wir mal zum DAX. So, und hier ist der Schlurch. Also, auch klitschig heute, ne? Also, das ist der Tageschart. Und grundsätzlich, ich bleibe bei der Aussage, dass wir hier irgendwo das Hoch gesehen haben. Ich habe das neulich auf NTV gesagt, ich bleibe dabei. Und ich rechne auch weiter damit, dass wir deutlicher hier runtergehen. Mindestens 200-Tage-Linie, 14.405, auf Sicht von 3 Monaten. Also ich lasse mich davon nicht abbringen, das sagt mir die gesamte Technik. Machen wir die Technik kurz durch. Hier, Verkaufssignal, lang, kurz, kurz, durch heute, ganz klar. Und ein Verkaufssignal über den Oszillator. Interessant ist, dass von dieser Bewegung hier, wo ist meine Maus da? Von dieser Bewegung vom 20.03. an bis zu dem Hoch liegt hier das 38er Retracement. Verbindet sich mit der 15.670 und mit dem unteren Band. Also dieser Bereich zwischen 15.625 und 15.670 ist für mich jetzt erstmal, ich sag mal, eine Zielzone von dieser Bewegung hier. Ich muss jetzt eins sagen, ich habe das heute Morgen beim Nasdaq-Film auch gesagt. Ich rechne eigentlich stündlich mit einer Meldung über Reuters, Bloomberg, wie habe ich es heute Morgen formuliert, von mir aus auch, über das Rollband vom Aldi, dass die sich da drüben einigen werden in Amerika mit dieser Schuldenobergrenzenanhebung. Wie gesagt, der eine gibt ein bisschen nach, der andere fordert ein bisschen mehr, aber ich glaube schon, dass sie sich einigen werden. Selbst wenn sie es nicht tun, halte ich das jetzt im ersten Moment für gar nicht so schlecht, also wenn sie es nicht innerhalb der nächsten Tage tun, bis zum 1. Juni, dann machen sie es halt am 5. oder 6. Juni. Das kriegen die auf jeden Fall irgendwie hin. Und dann glaube ich, dass wir nochmal einen Peak hier hochkriegen. Und der kann, wenn es während des Tages ist, kommt auf Reuters oder Bloomberg hier, die haben sich geeinigt, muss man damit rechnen, dass das mal ganz locker 300, 400 Punkte sind. Ganz locker. Da muss man schauen, dass vielleicht dieses Gap hier geschlossen wird. Das ist von gestern, das war bei 16.152. Damit muss man einfach rechnen. Deswegen jetzt hier blind short zu gehen, davor kann ich nur warnen. Ich habe meine Position relativ klein momentan. Ich habe auch Teile der Puts schon wieder gegeben, weil ich eben damit rechne, dass so eine Nachricht kommt und dass wir hier nochmal hochgehen. Wir haben dieses neue High gemacht und dann verließen sie ihn. Nicht so schön. Aber das sieht man auf den kleinen Einheiten nochmal besser. Und zwar hier zum Beispiel 4 Stunden. Ist schon, gilt schon als tief, keine Frage, aber da ist noch keinerlei Stabilisierung in Sicht. Wir sind voll wieder in dieser endlos langen Trading Range, die war vom 1.4. oder sowas, ne? Vom 11., na hier, da geht's los, vom 4.4., da sind wir wieder voll drin. Hallihallo und täglich grüßt das Murmeltier. Oh, ich habe heute die Filme als Zitate. So, aber da sind wir wieder voll drin. Da ist im Moment nichts, der Markt ist neutral hier. Im Tages-, auf Tagessicht negativ, auf 4-Stunden-Sicht hier negativ, hier tief, aber noch keine Stabilisierung.
Was mich heute gewundert hat, und das sieht man sehr gut auf der Stundenebene. Diese Linie hier, das sind die 16.000, mit der wir da endlos lang gekämpft haben. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir uns hier mal so 2, 3, 4 Stunden aufhalten, dass sie so ein bisschen umschmeicheln, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, dass der da ohne Absingen schmutziger Lieder grußlos einfach so durchgeht, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es zeigt mir das, jetzt gehe ich nochmal auf den Tag ganz kurz, dass diese ganze Bewegung hier, das waren keine Endanleger, das war klassischer Short Squeeze. Und die sind raus. Der Markt ist sauberer. Ich glaube nicht, dass anteilmäßig noch so viele Shorts hier bestehen, wie sie da oben oder hier oder da bestanden. Da sind viele rausgedrängt worden. Das glaube ich schon. Und ob da Neupositionen aufgemacht wurden, ja, wahrscheinlich die eine oder andere. Ich habe auch gesagt, All-Time-High sehen wir nochmal, aber so, das Interessante jetzt ist, und das steht auch auf dem Teaser drauf, wir haben hier ein sogenanntes Island Reversal. Ich bin immer noch beim Tag oder wieder zurückgegangen zum Tag. Dieser Bereich von hier, da sind wir bei 16.074 bis zu der Öffnung heute, da sind wir bei 16.042, ist auf Xetra nicht gehandelt worden. Das heißt, das ist eine Insel hier oben, diese vier Kerzen. Und das ist ein sogenanntes Bearish Island Reversal. Und das wird von der allgemeinen Chartlehre hier als negativ beachtet. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass wir also hier das untere Band und die 15.670 und dieses 38er Retracement sehen werden. In dieser Bewegung hier noch. Ja, ob das jetzt morgen ist oder übermorgen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke, wir werden das sehen. Und jetzt zurück zu dem 60 Minuten. Der hat sich also überhaupt nicht hier aufgehalten. Direkt durch. Das hat mich ein bisschen überrascht. Aber das bestätigt halt meine Theorie, dass in dieser Bewegung nach oben überwiegend Shorts gegrillt wurden. Und dass wir jetzt der Markt sauberer ist. Durchaus bereit, auch weiter zu fallen. Dennoch, ich sage es nochmal, ich warne davor, jetzt hier blind Short zu gehen, weil wenn diese Meldung kommt, wird das für Entlastung sorgen, sei das am Dow, sei das am Nasdaq, sei das was weiß ich wo, überall. Das wird für eine gewisse Entlastung sorgen, aber der zweite Satz, also ich denke, wir werden dann steigen, der zweite Satz wird dann die Bedingungen beinhalten. Und da kommt dann die Wahrheit. Deswegen, ich kann mir also das so vorstellen, dass wir hier nochmal hochgehen, irgendwo da 16.1, 16.2 und von da dann richtig sauber fallen. Und dann mein Ziel auf 3-Monats-Sicht, so von den 13.8, 14.2 oder 200-Tage-Linie, dass wir das dann nochmal sehen. Also ich bleibe nach wie vor skeptisch bis negativ. Würde aber jetzt hier auch nicht reinfixen. Auf gar keinen Fall. Ich musste die Scheine anpassen. Also zumindest einen. Und zwar den hier oben. Der hat das letzte Mal eine Basis, ich glaube, von 15.620 irgend sowas. Das war ein Hebel 66. Das wollte ich euch auch nicht antun, da kriege ich ja gleich einen Shitstorm. Das ist die GP1ACY, die habe ich jetzt genommen, das sind 15.212er. Da sind wir also deutlicher, das muss hier ganz viel, also das ist ja der Stundenchart, der ist also deutlicher hier unten. Komm her, ich mache es nochmal rein als Tageschart, dass man es besser versteht. Und hier hole ich mir nochmal rein. 15.212, da sind wir unter dieser Soft Landing Area. Hat im Moment einen Hebel von 24. Das ist eine Geschichte, wem der jetzt hier zu heiß ist, der 15.423er. Die Puts habe ich alle so gelassen, wie es ist. Und die sind auch auf meiner Watchlist. Den hätte ich mal machen sollen, den habe ich nicht gemacht. Ich blieb ja bei den normalen Optionsscheinen. Und vielen Dank an Peter, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich manchmal den Begriff Scheine zu oft verwende. Das, was ihr hier seht, sind die sogenannten K.O.-Turbos auf den DAX Open End. Das sind also keine Mini-Futures, sind die K.O.-Turbos. Ich nenne sie halt auch ganz gern Scheine. Das ist halt irgendwo bei mir so drin. Also nochmal danke, Peter, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und jetzt habe ich das geändert hier oben in dieser Headline. Ja, also Turbos, nur dass wir uns da alle richtig verstehen. Also, Fazit. Ich glaube, dass wir insgesamt weiter runtergehen werden. Deutlicher, über den Zeitraum von 3 Monaten. Rechne aber auch damit, bei Bekanntgabe der Lösung des Problems der Schuldenobergrenzenanhebung, ich habe es extra aufgeschrieben, damit ich mir das nicht mehr merken muss, dass wir nochmal hier so einen Schnaps nach oben gehen. Ein Schnaps, 300-400 Punkte, sowas in der Art. Und dann kommt die Wahrheit. Und ich glaube nicht, dass die Wahrheit uns über das All-Time-High bringt, nicht in den nächsten 3 Monaten. Für mich ist der Markt hier ziemlich angesungen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.